Ihr habt gedacht, ihr habt es hinter euch. Ihr habt gedacht, ihr habt es überlebt. Aber nein, der Suhl hat ein weiteres Simulator-Spiel dabei. Hallo und willkommen zu Suhl spielt Erstkontakt. Heute mit dem Warehouse and Logistics Simulator, den Warenhaus- und Logistik-Simulator. Interessanterweise heißt der Fenstertitel von dem Spiel Forklifter 2014, also Gabelstapler 2014, das ist ja direkt zu Beginn schon äußerst verwirrend. Nun, dann fangen wir mal an. Spiel starten. Ein Standardspiel. Okay, hier sind Sachen, die sind noch gelockt. Die müssen wir wahrscheinlich erst freispielen. Also fangen wir an mit einem Großhandel, Warenhaus, Elektro, Niederhubwagen. Okay, los geht's. Okay, Aufgabe 1. Es stehen an der Wareneingangrampe neu angelieferte Paletten. Fahren Sie die jeweiligen Paletten innerhalb der vorgegebenen Zeit zu den Stellplätzen im Regalgang 5 Alpha. Versuchen Sie, die Güter während der Fahrt nicht zu beschädigen, ansonsten werden Ihre Punkte abgezogen. Viel Erfolg! Okay, also wahrscheinlich hier von dem roten Boppel zu dem blauen Boppel. Uiuiui. Ah, fancy. Wir sind hier mit so einem mobilen irgendwas unterwegs. Können uns leider nicht nach hinten umsehen. F1 ruft die Hilfe aus. Kamera wählen. Okay. Okay, hier haben wir verschiedene Kameraansichten. Schön, dass da dann der Mensch draufsteht. Aber dort befindet sich die Palette, die wir holen sollen. Und dann gehen wir mal wieder in diese Ansicht und hoffen, wow, das Ding dreht ja richtig am Rad. So. Hui. Zack. So, und jetzt stand hier Gabel bewegen, hoch, runter und rechts, links. Gabel vor und zurück neigen. Ja, Gabel vor und zurück neigen. Page up und Page down. Da passiert einfach nichts. Vielleicht geht das mit diesem Gerät noch nicht. Gut, dann schauen wir mal, dass wir hier Heile rauskommen. Das Ding hat natürlich einen super geilen Wendekreis. Oh, und schon stecken wir irgendwie fest. Dann fahren wir jetzt erst nochmal weiter zurück und versuchen dann die Kurve zu drehen. Rums, macht nichts. So, und auf geht's zum Ziel. Gleich explodiert's. Was machen die Leute da? Haut ab, das ist ein Warenlager, da habt ihr nichts zu suchen. Wie sehen die überhaupt aus? Und wieso ist davon keiner auf meinem Stapler? Okay, Kollisionsabfrage wie immer nicht vorhanden. Das Schwierigste bei diesen Simulator-Spielen ist es echt als Let's Player neutral zu bleiben. Man hat ja schon viele, viele, viele Spiele gesehen, aber manche. Okay. Abgeliefert. Sehr schön. Dann holen wir uns gleich die nächste. Na komm, lass mich da einfach durch. Hat auch eh alles keine Auswirkung auf Schaden
oder sowas. Und die gute Dame mit den O-Beinen. Ja. Da steht die nächste Palette. Machen wir doch hier mal Speed Undocking oder sowas. Zack, hoch damit. Genauso stelle ich mir das auch im echten Leben vor. Wenn man manchmal sieht, wie einige Unternehmen mit seiner bestellten Ware umgehen. So, jetzt hänge ich hier irgendwie in dieser Scheißwand fest und komme nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Aber wir hatten ja noch dieses Seiten... Okay, seitlich hat dieses Gerät auch noch nicht... Ich versuche jetzt hier einfach mal die Kiste ein bisschen rauszuziehen. Also diese Steuerung hat sich mir auch noch nicht so ganz erschlossen. Wann dieses Gefährt nach links und nach rechts fährt. Vielleicht gehen wir nochmal in die andere Kameraperspektive. Und schauen, ob wir da irgendwie, ob uns dann das irgendwie logischer vorkommt mit der Steuerung, aber es ist irgendwie seltsam. Okay, wir haben es geschafft. Die Palette ist auf unserem Namen vergessen und wir düsen zum Zielregal. Durch dieses wunderbar gefüllte Warenhaus. Und hier ist schon unser Ziel. Das ging ja mal gut. Zack, abladen. Fertig. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben die Aufgabe erfolgreich abgeschlossen. 14.250 Punkte. Klingt gut. Nächste Aufgabe. Hochregallager freigeschaltet. Aufgabe 2. Es stehen in der Gemüse-Obstabteilung Paletten für eine Bestellung bereit. Fahren Sie die jeweiligen Paletten innerhalb der vorgegebenen Zeit zu den Stellplätzen am Parkplatz. Versuchen Sie nicht zu beschädigen, bla bla. Okay, abholen muss ich es bei Rot. Da hinten war es schon rot am Leuchten. So, der nette Herr mit den kurzen Beinen und leichtem Übergewicht. Na, das hat das Spiel doch extra gemacht, dass wir jetzt hier so kompliziert. Einparken müssen. Na, wir probieren einfach mal was. Bisschen rein, bisschen hoch, bisschen wegziehen. Na, leider bewegt sich das jetzt nicht so, wie ich mir das erhofft hatte. Okay, ist dem Spiel auch ein bisschen egal. Hauptsache, wir haben das Ding jetzt irgendwie halbwegs auf der Gabel. So, wie kommen wir denn jetzt hier durch den Kassenbereich? Ah ja. Man hört so viele Abkassiergeräusche, aber eigentlich ist niemand da, der was kauft und abkassiert. Ah, super. So, jetzt müssen wir irgendwie hier durch die Tür durch. Passt.
Jetzt noch schnell zum Ziel. Da blinkt es schon blau. Dann schmeißen wir es einfach mal hier hin und hoffen, dass das dann grün wird. Los, runter. Wunderbar. Und wir holen uns die nächste Kiste. Ich fürchte ja leider, wir müssen dazu wieder ganz rumfahren. Was haben wir denn hier in diesem Spiel für schöne Kennzeichen? Okay. Kann ich jetzt nicht sagen, ob es das gibt. VHV. Man kann ja nicht alle Kennzeichen in ganz Deutschland kennen. Vielleicht erkennt man ja am Versicherungswappen welches Bundesland. Na, nein. Interessant halt ist, dass alle Autos das gleiche Kennzeichen haben. Das ist natürlich in der deutschen Bürokratie zweifelsohne erlaubt. Oh, diesmal richtige Mülltonnen und keine großen Müllcontainer. Aber die stehen garantiert auch irgendwo rum. Bisher hatten wir wenige Simulator-Spiele im Erstkontakt, die nicht irgendwo so eine komische Mülltonne rumstehen hatten. Ich hoffe, dass jetzt nach dieser nächsten Lieferung was Neues kommt. Vielleicht ein neues Gerät. So, wo müssen wir hin? Da steht's. Da steht die Kiste. Na komm, das passt doch. Zack. Ich wollte gerade sagen, jetzt ist das Hoch-Runter-Geräusch hängen geblieben. Was soll das eigentlich sein? Vergammelte Äpfel? Kartoffeln? Hat so ein bisschen was von Gorilla. Das menschliche Modell. Und was ist das eigentlich für ein Geschäft, wo es irgendwie so Regale gibt, man aber als Endkunde direkt einkaufen kann? So, hier ist schon unser Ziel. Zack. Ah, wunderbar. Aufgabe 2, Zeitbonus, weiter. Es stehen in Regalgang 2a falsch sortierte Paletten, die an die richtigen Stellplätze gebracht werden müssen. Fahren Sie, Zeit, aufpassen und so weiter. Dann schauen wir uns das Problem mal an. Gibt es eigentlich noch irgendwelche weiteren Tasten? Nee. Keine Hupe oder sowas. Es ist auch alles um 10% rabattiert und kostet 7,95, egal was. Okay, also hier aufladen, einmal rumfahren und wieder abladen. Ah, irgendwelches mit den Kurven fahren. Noch nicht ganz so raus. Die Fahrphysik ist eigenwillig. Kann ich es nicht einfach durchschieben? Na, schade. Naja, die Fahrphysik ist eigenwillig, aber gefühlt etwas besser als
Wo war es denn echt schlimm? Beim Airport Simulator. Und beim Holzfäller Simulator war es auch nicht so viel besser. Brumm, 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 brumm. Nee, da stehe ich wieder zu nah am Regalrand. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich das Ding nicht wieder durchschiebe. Okay. Und wir stellen es einfach grob darüber. Laden es ab. Einmal klemmt das mit dem Absetzen, obwohl man die Taste drückt. Ich kann ja auch hier so ganz cool rückwärts fahren. Oder auch nicht. Doch. Uah. Brumm, brumm, brumm. Wow, diese Mauskamerasteuerung ist fancy. Okay, das hat jetzt einigermaßen gut geklappt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sowas in echt Spaß macht, für eine gewisse Zeit lang mit so Gerätschaften durch die Gegend zu gurken. Aber als Computerspiel. Okay, erledigt. Weiter. Ah, neu angelieferte Paletten. Schade, ich hätte jetzt gedacht. Wir können natürlich mal gucken. Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt beende, ob wir dann das nächste Szenario spielen können. Oder nicht. Na gut, machen wir die zwei Aufträge noch, dann kommt hoffentlich was Neues. Brumm, 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 brumm. Was ist denn das da oben eigentlich? Überwachungskameras oder was? Lautsprecher? Technik? Oh, das Spiel fordert uns heraus. Es hat eine Palette in den Weg gestellt. Da kenne ich aber auch eine gute Lösung. Weg damit. Etwas weiter ausholen. Zack. Okay. Das hat ja ganz gut geklappt. Sailor, das ist ja auch nicht so wirklich deutsch. Ich meine, der Trend der letzten Jahre ist ja das Wort Sale statt irgendwie Schlussverkauf oder ausverkauft oder statt reduziert. Steht einfach überall Sale dran. So, jetzt geht sie da nicht runter. War klar, wir müssen noch so ein Ding holen. Bettchen hoch, Bettchen runter. Würde der gute Huma dazu sagen.
So, jetzt wird aber hier mit volle Geschwindigkeit. Zack. Stromelemente an der Wand. So, oh ne, Leute, noch ein Ding. Können wir uns auch Spaß da hier mal ein bisschen umgucken, was wir denn hier so haben. Joghurt vielleicht. Ja, kann alles sein. Kann auch Katzen- und Hundefutter sein. Und das Eierpaletten. Okay. TK-Ware, Flaschen. Wird doch auch kein Warenhaus die Flaschen einzeln hinstapeln, oder? Na toll. Jetzt müssen wir doch diese blöde Palette hier abholen, die uns vorhin im Weg stand. So, hat man uns nicht gesagt, wir sollen vorsichtig sein, weil sonst gibt es Punktabzug. Komm, wir fahren mal mit so einer Palette einfach gegens Regal. Oh nein! Oh, große Explosion. An dem Punktestand hat sich trotzdem nichts geändert. Eine Sekunde hätte ich tatsächlich gedacht, jetzt ist vorbei. Das Spiel hat dafür keine Logik einprogrammiert, dass wenn die Palette umfällt, dass dann irgendwas passieren muss. Aber unsere macht das Ding hoch. So. Unsere fünfeckigen Dosen spawnen einfach neu. Na sowas. Wer hat denn da so unsauber gearbeitet? Ist auch egal. Hauptsache, wir kriegen unsere Palette abgesetzt. Ach, endlich geschafft, erledigt. Nee. Oh, ist das echt deren Ernst, jetzt hier nochmal Sachen zum Parkplatz rauszubringen? Bei mir wird das ja schon langweilig. Wie soll es denn erst für euch arme Zuschauer sein, dem Suhl hier eine halbe Stunde bei dem Ding hier zuzuschauen? Der sieht so unförmig aus, unglaublich. Okay, die zwei oder drei Fahrten machen wir jetzt noch. Danach gehen wir ins Hauptmenü und hoffen, dass wir nochmal irgendwas Neues starten können. So.
Na, wenigstens geht die Tür korrekt automatisch auf. Sale, 75% off. Ey, Sailor. Ist Sailor in irgendeiner Sprache die korrekte Schreibweise für reduziert? Dieses Produkt hier mit den fünfeckigen runden Dosen scheint ja sehr gefragt zu sein. Kann man das Ding irgendwie mal tunen, dass es schneller fährt? So. Nein, noch einer. Hals. Das wird jetzt definitiv die letzte Fahrt. Jetzt müssen wir noch eine von unseren selbst krumm und schief eingelagerten Kisten wieder rausfischen, oder wie? Na geil. Wurms. Mal schauen, ob wir so rankommen. Ja, sollte. Sollte hoffentlich gehen. Zumindest, dass wir es ein Stück rausziehen können. Und dann, oh, nicht reinschieben. Nein, nicht hängen bleiben. Okay, so geht's auch. Sehr schön. Zoom. Na komm. So. Eine gute Nachricht habe ich aber für euch. Es ist mein vorerst letztes Simulator-Spiel, was ich besitze. Okay, das machen wir jetzt nicht nochmal. Deswegen beenden. Oh ja, oh ja, wir dürfen ins Hochregal lagern. Okay, das schauen wir uns noch schnell an, in den letzten Minuten. Paletten, Hauptteile, lalala. Okay. Jetzt. Oh ja, der fährt gefühlt schneller. Wir müssen wieder zum roten Punkt. Das heißt, wir biegen hier ab. Zack, ein Arbeitsunfall. Mit schwer verletzten Personen. Da ist unsere Palette. Und endlich mal was auf einer anderen Höhe. So. Was können wir denn hier machen? Der hat tatsächlich so eine Links-Rechts-Verstellung. Wie schön, dass man nichts sieht. Vielleicht in dieser Ansicht.
Jetzt hängt da wieder was so. Ah. Und der kann was bestimmt mit diesem Kippen. Genau. Ah, wunderbar. Radaradaradara, nicht runterfallen. So, noch ein Arbeitsunfall. Palette an den Kopf bekommen. Wo müssen wir hin damit? Erstmal hier um die Ecke. Und dann? Ah, da unten muss es hin. Okay, da können wir auch, glaube ich, wieder in die andere Ansicht. Jawohl, also dieser Gabelstapler macht schon wesentlich mehr Spaß als dieses Ding da von vorhin. Okay, das war, glaube ich, zu weit, weil jetzt hängen wir fest. Okay, geschafft. Cool. Da hole ich noch eine. Zumal als Fazit von den 5 Simulator, die wir uns jetzt angeschaut haben, den Skyscraper, den Airport, den Woodcutter, den, was hatten wir denn noch? Hier den Warehouse-Kollegen und der Abschleppwagen-Gedöns ist zumindest bei dem hier der Spielspaß am größten. Zumindest jetzt hier mit diesem Gabelstapler. Das macht mal ein bisschen Spaß, damit rumzufahren. Es ist nur unglaublich schwer, bei diesen miesen Kameraperspektiven. Okay. So, anheben. Jo. Ich bin mir relativ sicher, dass es sowas gibt, wie dass die Gabelstapler vorne rüberfallen können, wenn man zu schwere Sachen auflädt und Arbeitsunfälle produzieren. Aber wir fahren einfach mal. Ui. Wo müssen wir hin? Rüber auf die andere Seite. Das Ding hat natürlich einen brutal geringen Wendekreis. Was es relativ einfach macht zu rangieren. So. Ha! Okay. Jetzt habe ich eine lustige Idee. Wareneingang, lalala. Jetzt machen wir mal so was Schönes, was immer in der letzten, was immer in Top Gear oder bei Mythbusters gemacht wird. Kaputt. Yeah. Ist das realistisch? Oh. Schade. Ja, das ist doch ein wunderbares Bild, diese Folge zu beenden. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hat irgendwie Spaß gemacht, diese Simulator-Dinger. Entscheidet selbst, ob ihr sowas spielen wollt oder nicht. Bis dahin, euer Sul. Ciao, ciao.